musst du zu Hause bleiben. Und weil du immer zu Hause bleiben musst, muss ich dich entlassen. Denn Arbeitnehmer, die keine Immunität haben, kann ich als Arbeitgeber nicht bekommen. Wenn Sie hier einkaufen gehen wollen, wenn Sie eine... wie heute. Und da wir in einer von Geld beherrschten Gesellschaft leben, bedeutet das, noch nie haben so wenige Menschen so viel Macht in Händen gehalten wie in unserer Zeit. Und diese Macht hat in den vergangenen Monaten eine historische Rolle gespielt, den heftigsten ökonomischen Schock zu tun, den die Welt je erlebt hat. Eines der wichtigsten Ergebnisse sind riesige Zahlungsausfälle, die das größte wirtschaftliche und finanzielle Problem unserer Zeit, nämlich die globale Verschuldung, exponentiell verschärft haben. 50 Milliarden weder den Arbeitern noch den Angestellten der Autokonzerne zugutekommen werden. Was also wird mit dem Geld geschehen? Vermutlich genau dasselbe, was mit den übrigen Hunderten von Milliarden geschieht, die derzeit von den Zentralbanken zum Nulltarif und fast zum Nulltarif an große Investoren begeben werden. Das Geld wird im internationalen überlegt, dass in Berlin eine bundesweite Demo war, da haben sie nicht mehr so viel zusammengebracht. Nee, die paar Leute da vom Reichstag, das war ich. Drei davon waren halt zwischen die ganzen Reichsbürger gehört. Da hätten wir den Reichstag noch nicht geschickt. Da hätten wir das gar nicht gesehen. Ja.
völlig orientierungslos, da fällt ihm nichts anderes ein. So Leute, die fahren müssen ja auch die eingezahlt.